Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trainfieber hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wir sind mal wieder auf unserem Ausbesserungswerk oder in unserem Ausbesserungswerk, die ICs fahren. Und ja, jetzt hätte ich hier gerne noch einen Zug, einen zusätzlichen. Und zwar mal einen Railjet, das wäre eine Idee. Oder wir könnten einen Güterzug fahren lassen. Das wäre natürlich auch was. Wisst ihr was, wir verschieben das mit dem Railjet nochmal ein bisschen und machen einen Güterzug hier rauf. Ach, wir haben ja schon einen Güterzug. Jetzt dachte ich, da fährt noch keiner. Natürlich fährt da einer, genau, mit der Brücke haben wir das gelöst. Gut, dann machen wir doch den Railjet. Warum denn auch nicht? Also, da bräuchten wir noch mal eine Linie. Die müssen wir dann aber auf ein anderes Gleis natürlich zwingen. Wir machen mal eine neue Linie. Machen wir die gleiche Strecke, einfach weil es naheliegend ist, wenn wir hier einen Personenbahnhof haben. Und hier hinten haben wir auch einen. Wenn wir dann da noch gesund hinkommen. Hallo Spiel, Dankeschön. Hier machen wir zu. Das sind zu viele Linien, als dass das noch vernünftig laufen würde. Von da oben, okay, dann haben wir hier genau das gleiche wie vorher. Jetzt müssen wir hier halt, ja, mal gucken, nochmal ein Gleis installieren. Hier haben wir eine Weiche, das geht dann hier rein. Ich möchte nicht eine gemeinsame Gleisnutzung haben. Das müsste eigentlich zu schaffen sein, dass wir das Gleis noch bis hierhin ziehen. Und das hier, je nachdem, dann halt nochmal kappen. Also, machen wir mal Le Bagger. Das müsste hier mal weichen. Ist das immer Pause? Sonst eben, man kennt's. Dann drehen sie wieder, machen und tun. Das wollen wir nicht. Wir haben Strom, aber... Aha, da ist halt noch die Weiche. Die muss natürlich auch weg, sonst kommen wir da gar nicht rüber. So, hier hinten haben wir... Ne, da haben wir nichts mehr, das können wir verbinden. Halt, da liegt noch ein Überbleibsel, das muss auch weg. So, und jetzt ist das hier noch eine krumme Geschichte, das heißt, das muss hier auch nochmal weichen. Und jetzt müsste es theoretisch eigentlich funktionieren. So, da rein. Und dich mitnehmen. Nach hier oben. Nanu, wo ist hier... Hä, Moment, was wollte ich denn jetzt? Irgendwo geht es hier rüber. Ach, hier ist nochmal eine Weiche, jetzt sehe ich es. Okay, das kommt weg. Machen wir dann wieder hin natürlich. Moment, jetzt muss ich aber eh gucken. Jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Merkt man es? Moment, ich hab's gleich wieder. Das zusammenhängen. Hier unten zusammenhängen. Eben, das Problem ist halt, dass wir keine gemeinsame Gleisnutzung wollen. Sonst müssen wir hier wieder mit Signalen und Co. arbeiten. Jetzt hat die aber irgendwie hier runter gewechselt, weil sie eben nicht rüberkommt. Was ist das für eine Linie? Das ist unsere neue. Die möchte aber hier lang. Ja, da müssen wir halt eine Weiche machen. Wenn wir hier gucken, das ist dieser Bereich. Hier steht schon jemand. Da müssen wir einfach rüber wechseln. Wir machen mal eine Weiche. So, dann machen wir hier nochmal eine Weiche. Und dann wären wir genau im richtigen Gleis. Das macht das Spiel schon mal sehr gut. Dann kommen wir hier lang. Da sollte niemand im Weg sein. Und hier benutzen wir eigentlich das falsche Gleis, weil wir hier noch nicht weitergebaut haben. Das nehmen wir mal noch mit. So, ziehen sie hier runter. Und da vorne gucken wir, was wir machen. Entweder eine Weiche oder, ja, ich würde sagen, das endet in einer Weiche. Und zwar hier. So, perfekt. Und jetzt damit wollen wir eigentlich einfach wieder ins Gleis rein. Aha. Jetzt haben wir hier ein Problem. Das habe ich fast befürchtet, weil wir zu viele Gleise haben im Prinzip. Mal gucken. Nicht, dass wir noch ein Depot haben, was wir sozusagen stilllegen müssen. Weil es einfach nicht mehr mit den Gleisen funktioniert. Wir kämen hier hin, aber hier nicht hin. Wisst ihr was? Wir machen einen Kompromiss. Das kommt nochmal weg. Dann gehen wir hier früher ins andere Gleis rein. Dafür können wir das Depot dann auch wieder anschließen. Das, würde ich meinen, ist doch gar nicht schlecht. Krümmen zu groß. Was? Jetzt nicht hier? Moment. Ja, und schon geht's. Schon ist keine Krümmung mehr zu groß. Hier rein, mal testen, ob das funktioniert. Ja, das funktioniert. Gut. Hier nochmal ein Stückchen wegnehmen. So, erstmal dich bauen. Dann können wir nachher das andere Gleis bauen. Da liegt schon wieder so ein Überbleibsel. Das muss auch weichen. So, dann können wir jetzt hier die Weiche rausmachen. Und perfekt. Gut, jetzt müssen wir halt gucken, wie wollen wir das genau. Wenn wir hier alle Linien aufrufen, sehen wir, mit unserer neuen Linie sind wir sozusagen eins zu weit links. Und zwar schon im Bahnhof drin. Da müssen wir auf dieses äußerste Gleis kommen. Und das kommen wir im Moment nicht, weil hier ein Zug steht. Beziehungsweise wir kommen hier vorne natürlich dann irgendwie rüber. Was heißt natürlich, wir müssen gucken, ob wir das schaffen.
Wenn wir dich hier so rüberziehen, jawohl, das klappt. Was macht die Linie? Aha, die wechselt tatsächlich auch schon mal automatisch. Das ist ja wunderbar. Dann sind wir hier ganz außen. Und hier im richtigen Gleis und hier auch im richtigen Gleis und gehen hier rauf und perfekt. Jetzt könnte man hier noch eine Weiche installieren, eine X-Weiche, damit er da auch noch ins andere Gleis rein kann, wenn er will. Er möchte aber nicht. So, weil hier fährt ja keiner. Könnte er machen, muss er aber nicht. Gut, jetzt werden wir das Ganze aber einmal mehr in Stein meißeln, indem wir hier einen Wegpunkt setzen. So, hinzufügen, zack. Und schon haben wir das gefestigt. Und das wäre dann, ja, ich würde mal sagen, wir nennen den so, wie wir ihn kennen, nämlich Fake Rail Jet. Großzentrum. Geht sogar hin. Wunderbar. Dann kaufen wir den mal. Muss ich das speichern? Ich glaube nicht. Wir haben den. Sonst würde der nicht rumfahren. Und ich weiß, dass der rumfährt. Wobei, wir müssen hier hinten noch schnell gucken. Wie sieht das aus hier mit der Liniennutzung? Das ist okay. Hier haben wir eine gemeinsame. Das heißt, da müsste man tatsächlich dann doch, da wo es gemeinsam ist, ein Signal machen. Ah, hier auch. Das muss dann aber nicht sein. Da müsste man doch irgendwie rüber können. Vor allem, dass wir hier in ein anderes Gleis reingehen. Ah, können wir nicht. Genau, da ist ja hier Kollege Salzwerk. Kollege Salzwerk. Schon wieder sage ich Salzwerk. Hallo, Heisi, guten Morgen. Kollege Sägewerk. Jetzt haben wir es. Ist im Weg. Wie machen wir das denn sonst? Wir könnten hier natürlich ein zusätzliches Gleis sonst hier durchziehen. Wenn wir das mal so machen. Mal gucken, jetzt müsste ich glaube ich sogar anlegen können. Ah, da ist halt genau die Weiche. Wir schauen mal. Ja, anlegen geht nicht, aber ja, ist doch relativ parallel. So, hier runter und dann mal gucken, da ins andere Gleis rein wäre eine Idee. Irgendwie so. Wobei, das geht da gar nicht weiter. Wir müssen in dieses Gleis rein. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Erstmal hier hinten gucken. Das gibt das größere Problem, weil wir hier eine Weiche haben. Aber hier oben können wir rüber. Gut, das ist schon mal nicht schlecht. Mit welchem Zug ist eigentlich egal. Wir müssen einfach darüber kommen. So, mal gucken, was die Linien machen. Aha, sie machen gar nichts, können sie auch nicht. Hier hinten ist das Ganze noch nicht angeschlossen. Das wird sonst ein bisschen schwierig. Ja, wir gehen hier später rüber. Das heißt, wir machen hier nochmal eine Weiche. War auch nicht möglich. Aha, warum auch immer. Ja, geht nicht, Moment. Ah, da ist eine Weiche. Sehe ich gerade. Okay, dann kann es nicht funktionieren. Sonst gehen wir halt hier rein. So, und gehen hier nochmal rüber. Okay, und was machen wir jetzt? Jetzt sind wir immer noch auf dem gleichen Gleis. Das müssen wir irgendwie mit Wegpunkten lösen. Welches ist hier unsere neue Linie? Diese hier. Die nehmen wir mal raus. Dann brauchen wir dich hier. Du hast den gleichen Weg. So. Also, das hier wäre unser Railjet. Der startet hier außen, fährt hier durch. Gut. Das heißt, hier der ICE, der könnte auch außen rum düsen. Wenn wir hier einen Wegpunkt machen, fährt der hier lang. Hier unten lang. Kommt hier raus und müsste dann eben hier noch irgendwie rein. Das wäre natürlich schon auch noch eine Idee. Aha, jetzt macht das sogar. Gut, das werden wir aber auch mit Wegpunkt festlegen. Machen wir mal weiter vorne. So, dass du hier lang gehst. Okay, die blaue Linie. Das wäre dann unmittelbar nach dem Bahnhof Niederviehbach Bahnhof. Wollen wir hier lang. So, und schon funktioniert. Unser neuer Zug geht hier außen rum, wie er das auch tun soll. Ja, jetzt brauche ich dich aber trotzdem nochmal schnell, denn hier haben wir doch nochmal eine Kreuzung mit gemeinsamer Nutzung hier unten. Das müsste man doch auch noch irgendwie ändern können. Hier fährt ja keiner. Dann machen wir hier einfach nochmal eine Weiche rüber. Da haben wir eigentlich eine rüber, da haben wir auch eine rüber, da brauchen wir einen Wegpunkt. Also dann machen wir das so. Du gehst in das Gleis rein. Okay, und zwar welcher ist wieder egal. Wir nehmen mal den hier. Niederviehbach Wegpunkt. Der ist nicht hier. Wegpunkt Niederviehbach, nee, der ist nicht hier. Dann können wir Niederviehbach Bahnhof hier oben. Hier.
den Wegpunkt setzen. Das müsste eigentlich soweit klappen. Jetzt muss ich ihn nur wieder finden. Das ist eben so ein Ding. Wenn der noch nicht im Fahrplan drin ist, dann sieht man ihn nicht. Ah, da ist er doch. So, klappt auch wunderbar. Jetzt haben wir hier immer noch eine gemeinsame Nutzung. Wie kriegen wir den Zug hier auf dieses Gleis, wenn wir früher eine Weiche machen? Das wird aber eher eng. Wir können ja mal gucken. Kommen wir hier mit 2 Schritten rüber? Also mit einem geht sowieso nicht, nicht bei Tränenfieber. Aber, nein, geht nicht. Da kommen wir nicht rüber. Gut. Können wir mit dir irgendwas anderes machen? Dass du hier außen noch rumgehst. Dass wir hier nochmal eine Weiche machen. Das würde vielleicht klappen. Aha, dann wechseln sie beide. Warum fährt der zweigleisig? Der soll eigentlich eingleisig fahren, der hier. Müssen wir das kundtun? Wenn der, da müsste auf der Rückfahrt auch nochmal da lang. Das wäre dann hier. Na, ob das noch klappt? Also wenn du hier zurückfährst, doch, jetzt klappt es. Jetzt haben wir das Ganze eingleisig. Jetzt haben wir hier allen Ernstes nochmal so ein Dingens. Machen wir mal Pause, haben wir schon. Müssen wir nicht nochmal machen, wir müssen das ein bisschen anders bauen. So, das kommt nochmal weg. Hier der Knubbel auch. So, schnappen wir hier rein. Dann dich hätte ich gerne hier drin. Aha, da liegt, glaube ich, nochmal ein Gleis im Weg. Docken wir einfach mal an. Wenn es funktioniert, ja, es funktioniert. Gut. Jetzt hier lang. Und hier rein. Und dann sehen wir, wir haben die blaue Linie, jetzt haben wir aber die andere nicht mehr. Kann die nicht, was kann die denn jetzt nicht mehr? Ah, die kann nicht mehr hier rüber. Oh, jetzt wird es kompliziert, Moment. Nochmal kurz weg mit dem Ding. So. Drehen und runter. Und hier dich rausziehen. Also du startest hier hinten, gehst hier außen rum. Das würde bis hierhin doch klappen. Was hast du denn hier für Wegpunkte? Die hier vorne oder den hier vorne. Das würde doch eigentlich passen. Wenn man hier so guckt, das wäre doch genau der, der dich hier rüber lotst. Hier mit der Weiche. Hier unten. Lang. Ach, hier fehlt noch eine Weiche. Aber nicht, dass sie dann wieder gemeinsam nutzen. Sonst habe ich wieder einen Käse gebaut. Oh, das geht sowieso nicht. Geht das hier noch? Nein, geht auch nicht. Was möchten wir denn genau? Jetzt muss ich wirklich nochmal ganz genau gucken. Wir möchten hier durch den Bahnhof durch. Hier. Also, dann kommen wir hier nicht rüber. Dann machen wir das doch so, dass wir von Anfang an schon mal hier lang gehen. Wenn das funktioniert. Ah, nee, das funktioniert ja eben nicht wegen dem Sägewerk. Ah, es ist aber auch, eigentlich ist das Ganze relativ einfach. Aber es hat doch irgendwie seine Tücken. Man sieht's. Und da fängt eben die andere Weiche schon an. Das heißt, wir müssten hier rüber, das können wir nicht, weil da eine Weiche ist. Dann müssen wir das nochmal kurz kappen hier und die Weiche versetzen. So, das nochmal wegnehmen. Wir kriegen das schon irgendwie hin. Ich bin guter Dinge. So, dich ziehen wir nochmal ein bisschen zurück. Aha, da haben wir wieder das einzelne Gleis gehabt, das vorher noch im Weg lag. So, und jetzt hier rein. Okay, dann haben wir hier wieder die blaue. Und jetzt müssten wir doch hier noch rüberkommen. Jawohl. So, jetzt haben wir da aber wieder die gemeinsame Nutzung. Eigentlich haben wir jetzt wieder das genau gleiche Problem wie vorher. Genau das, was ich nicht wollte. Weil wir hier nicht früher rüberkommen. Okay, dann müssen wir es nochmal anders machen. Im Prinzip ist es ja eigentlich relativ logisch. Ich sehe es noch nicht, wenn die Linien nicht eingezeichnet sind. Dann baue ich es interessanterweise eigentlich wieder gleich. So, dass wir hier hingehen und da mit der Weiche rein. So, jetzt müsste doch klappen. So, keine Berührungspunkte mehr. Das war, was ich wollte. Das wäre viel einfacher gegangen, gebe ich zu. Dann hätte man es aber auch von Anfang an richtig machen müssen. Jetzt hier, da kreuzen wir nochmal. Gut, diese Stelle würde ich mal lassen. Da gibt es einfach ein Signal hin. So, und zwar einmal hier. Und einmal hier unten, das können wir ja machen, ist nur ein Zug, da wird nichts blockiert. Deswegen können wir hier eigentlich ein Signal setzen, obwohl wir Gegenverkehr haben, oder? Ne, wir machen es doch einfach so, wie wir es immer machen. Nämlich hier hin. Und dann müsste das soweit passen. Das lassen wir mal, der fährt da weg. Und der fährt hier auch weg.
Da bräuchte es eigentlich noch Gegensignale, haben wir aber da vorne. Wir gucken mal, wie gut das so funktioniert. Und der fährt jetzt hier halt geradeaus, der schlängelt nicht. Okay, und hier hinten nochmal kontrollieren. Hier lang, hier lang. Was macht denn hier die blaue Linie? Die geht auch darüber? Oh nö, komm jetzt. Tatsächlich, die fährt hier zweigleisig. Das soll sie eigentlich nicht. Also, das heißt auf dem Rückweg. Jetzt wird es echt langsam kompliziert, weil wir so viele Wegpunkte haben. Hier haben wir einen. Das ist welcher? Der Niederviehbach 12. Das wäre der hier. Wenn wir den wegnehmen. Aha, dann geht sie ganz rüber. Dann geht sie aber blöderweise genau auf das Gleis, auf das wir hier den Railchat setzen wollen. Nochmal aufrufen. Wie kriegen wir dich jetzt hier lang? Ja, halt doch wieder mit Wegpunkt. Aber mit Wegpunkt... Ja, mit dem hier. Das müsste doch klappen. Die Frage ist, wo? Wo kommst du hin? Da haben wir Niederviehbach 13. Im Ernst? 13. Okay, der berührt uns nicht. Hier vorne raus. Ich mache hier mal nochmal einen Wegpunkt hin. Mal gucken, ob das funktioniert. Wäre ja zu schön. Brauche ich aber das richtige Gleis. Zum Beispiel hier. Und jetzt hier. Die Frage ist, wo? Ach, du grüne Neune. Niederviehbach Bahnhof. Da haben wir eins. Die 15. Also nach der 15, so wie es aussieht. Hier haben wir für die blaue Linie einen Wegpunkt. Da haben wir keine. Ja, das würde dann also heißen, hier hinten. Okay, Haltestelle hinzufügen. Und jetzt den Wegpunkt wieder finden. Ach, du grüne Neune. Wo habe ich den hingemacht? Da. So. Okay, das bringt überhaupt nichts. Wir haben die Linie nicht mehr. Ich entferne das wieder. Die funktioniert irgendwie gar nicht mehr. Moment. Oder wo ist die? Hier unten? Okay, dann benutzt sie hier das gleiche Gleis. Nein, jetzt wird es wieder noch blöder. Arg! Tatsächlich. Geh doch hier rüber. Nochmal ein Wegpunkt. Wegpunkt an Wegpunkt. Okay. Ja, dann geht sie da lang und zurück soll sie aber auch hier lang. Das wäre dann wahrscheinlich nach dem hier. Nein, das klappt wieder gar nicht. Oh Gott, zu viele Wegpunkte. Das ist völlig, ja, viel zu kompliziert. Das müsste gar nicht so kompliziert sein. Sonst machen wir hier halt einfach nochmal ein Signal. Was haben wir denn jetzt? Der kommt hier halt eingleisig daher. Das, was er eigentlich tun soll. Und der hier nicht. Warum nicht? Wenn er hier rumdüst. Das müsste doch eigentlich auch funktionieren. Und der düstert jetzt zweigleisig. Ach so, macht er sowieso, weil er pendelt da rum. Wenn wir hier ein Signalement setzen. So, ich möchte den Railchat sehen. Heiliges bisschen. So, hier ein Signal. Hier hinten ein Signal. Das wäre dann... Hier würde ich mal vorschlagen. Okay, ändert irgendwie auch nichts. Wäre auch komisch gewesen. Wir müssen den auf dem Rückweg hier lang bringen. Also, das wäre dann, wenn man hier nochmal guckt, vor der 15. Das wäre hier oben davor, dann wäre das hier. So, jetzt könnte es sein, dass ich den richtigen erwischt habe. Nein, eben nicht, geht nicht, komischerweise. Wenn er hier rauskommt, kommt er doch da auf das Gleis. Das muss doch zu schaffen sein. Warum möchte er das nicht tun? Weil er vorher nicht rüberkommt? Doch, kommt er auch. Beziehungsweise er kann ja einfach draufbleiben. Das ist ja ein bisschen schräg, ehrlich gesagt. Warum das jetzt wieder nicht funktioniert? Weil der Wegpunkt wahrscheinlich falsch ist. Aber ich versuche es mal nochmal. Hier haben wir die 17 eh schon drin. Wenn ich die rausnehme. Aha, dann fährt er so. Okay, nochmal aufrufen. Ja, und der fährt auch so. Das möchten wir eben genau nicht. Also, dann machen wir hier den hin. Okay, und auf der Rückreise wäre dann hier auch nochmal. Ja, jetzt klappt's. Jetzt kreuzen sie hier zwar. Das heißt, wir bräuchten hier nochmal ein Signal. Sollen wir hier ein Signal setzen? Das ist halt gefährlich, weil ich weiß nicht, was da künftig noch alles rumfährt. Aber wir blockieren so
sonst eigentlich. Und der fährt halt zweigleisig, weil anders geht's nicht, weil er hier ja schlängeln soll, der ICE. Wir lassen das mal so. Hier oben. Wenn wir hier nochmal gucken, haben wir allen Ernstes wieder die gleiche Gleisnutzung. Warum fährt der jetzt hier unten lang? Wow, es ist fast ein bisschen zu viel des Guten irgendwie. Ich dachte, das wäre definitiv einfacher. Warum fährst du jetzt hier auch auf dem Teil? Warum fährst du nicht einfach hier unten weiter? Weil der hier in dieses Gleis rein muss. Das würde soweit stimmen. Kommst du hier nicht rüber? Oder was haben wir denn hier sonst noch? Na, sonst haben wir nichts drauf. Also das würde schon passen. Wenn ich hier noch eine Weiche hinkriege. Geht genau nicht. Das ist irgendwie wieder nicht angelegt. Da ist noch ein Wegpunkt im Weg. Das funktioniert nicht. Okay. Hier raus. Und hier rein. Geht auch nicht. Da haben wir zu wenig Platz. Hier vorne eine Weiche. Dann haben wir trotzdem eine Nutzung. Der fährt hier durch, dann fährt er hier rein. Der könnte aber eigentlich auch hier lang. Also das ist eigentlich gar nicht verboten. Das könnte er auch. Dann kommt er hier vorne wieder in das Gleis rein. Das würde eigentlich schon auch gehen. Der müsste einfach definitiv hier vorne geradeaus fahren mit seiner blauen Linie. Machen wir doch nochmal einen Wegpunkt. Wir haben ja noch keinen. So. Heiliges bisschen. Also Wegpunkt. Hier unten. Hier hin. Und jetzt bei der blauen Linie wollen wir hier lang. Das heißt, das wäre... Ja, jetzt muss ich nochmal die ganzen Wegpunkte betrachten. Ach du grüne Neune. Okay, da haben wir mal die 8 in blau. Hier haben wir die 3 in blau. Dann haben wir hier nichts mehr. Das würde heißen, nach der 3. Das wäre hier oben. Wollen wir hier lang. Jetzt geht es wieder los. Jetzt heißt es wieder Wegpunkt finden. Hier vorne. Was passiert? Zack, die ist wieder weg, die Linie. Du musst doch hier geradeaus können. Hier lang, hier durch. Dann gehst du durch dieses Gleis durch. Und hier vorne wieder in das Gleis rein. Er ist halt hier... Ist hier auch falsch. Oh. Neuerdings. Okay. Nochmal schnappen. Hier eine Weiche. Wenn es denn geht, werden wir gleich rausfinden. Auch eher nicht. So wie es aussieht. Doch, geht. So, was machst du jetzt? Noch nichts, aber wenn wir jetzt hier nochmal den Wegpunkt reinnehmen. Haltestelle hinzufügen. Wegpunkt finden. So, zack, geht immer noch nicht. Aha, entfernen. Aha, und wenn ich entferne, dann wechselt er. Ist ja auch interessant, aber er wechselt halt. Ja, nee, er wechselt nicht. Er ist im Prinzip immer noch in die falsche Richtung. Wir können ja gucken, wenn wir von da oben kommen. Haben wir hier sonst noch was an Wegpunkten? Nein, nach Niederviehbach Zentrum. Das wäre hier unten. Wenn wir da... Da vorne lang gehen. Wir testen das mal. So. Zack. Aha. Rückweg wäre gesichert. Jetzt müssten wir aber den Hinweg noch haben. Dass er halt hier auch auf dem Hinweg lang fährt. Dann hätten wir sozusagen Ruhe. Dann hätten wir sie auseinander dividiert. Außer, dass sie hier halt noch ein bisschen zusammenhängen. Warum auch immer das jetzt hier wieder irgendwie... Ja gut. Da haben wir kein Gleis. Das ist ein Grund, warum da kein Zug fährt. Okay, dann hätten wir da halt auch nochmal eine Kombination. Aber der soll hier eigentlich nicht zweigleisig fahren. Der soll eingleisig fahren. Haben wir denn hier einen Wegpunkt, der ihn da auf dieses Gleis zwingt, aus irgendeinem Grund? Eigentlich nicht, wenn man so guckt. Ja, dann soll er halt eben aus der Richtung kommend auch hier hin. Jetzt ist einfach die Frage, nach welchem Wegpunkt wäre das? Na ja, gucken. Das wäre nach... Definitiv nach der 13, also hier. Und jetzt wird es wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Weil die Linie dann wieder flöten geht. So, Moment. Hier vorne war das. Nach dem Bahnhof. Zack.
Aha, doch, geht, guck mal. Jetzt hat sich hier aber wieder eine andere Linie eingeschlichen, so wie sie aussieht. Im Ernst? Tatsächlich. Das ist aber die vom stehenden Zug. Das interessiert uns eigentlich nicht wirklich. So, jetzt machen wir es ganz einfach. Jetzt gibt es hier nochmal ein Signal. So, auch wenn wir hier Gegenverkehr haben, das ist wirklich nur ein Zug, also dann müsste das auch passen. Da guckt sich niemand an. Ah, da ist der stehende Zug im Weg. Beziehungsweise der fährt aber. Moment. Den können wir rasseln lassen. So, an uns vorbeiziehen, dann können wir da das Signal setzen. Jetzt haben wir hier auch eins. Dann steht da und blockiert die Weiche. Das ist alles nicht wirklich ideal. Das ist noch relativ mühsam, wenn man nur Gegenverkehr hat und keine zwei Gleise für hin und zurück. Das ist wesentlich einfacher, um Signale zu setzen. Vor allem, wenn wir, also es geht eigentlich, wenn man nicht kreuzt, aber so, wenn wir es so machen, wie wir jetzt hier das Ganze haben und kreuzen, dann wird es eher schwierig. Aber wisst ihr was, jetzt machen wir doch mal lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt kaufen wir uns den Railjet. So, der hat hier oben sein eigenes Gleis. Jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Das war jetzt aber ordentlich schwierig. Das erinnert mich ein bisschen an diese, ja, 48 Bahnhöfe, die wir da angelaufen haben. Das war ein ähnliches Gewürke. So, Züge kaufen. Wahrscheinlich hier. Wir schauen mal. Haben wir hier irgendwo Kollege Railjet versteckt? Als Set. Metronom haben wir sonst. Sonst nehmen wir den Metronom. Oh, Cat haben wir auch. Kommt natürlich auch noch hier. Die ganzen Turbo und Co. Die kommen auch noch dazu. Keine Frage. Die Keys haben wir hier. Hm. Hier ist aber weit und breit nichts, was nach Railjet aussieht. Ich dachte aber, das ist der Rail Adventure. Oder Adventure. Oh, haben wir den tatsächlich nicht als Set? Muss ich hier mal gucken. Railjet-Lokomotive. Ist halt schade, dass man nicht... Da. Da haben wir. Kaufen wir mal. Okay, und jetzt gucken die Wagen. Ist schade, dass man kein Suchfeld hat. Das Problem haben wir aber bei der Transportfieber auch. Railjet, Economic Class. Okay, einmal. Ne, machen wir gleich mal zweimal. Machen hier die Bistro- und Barabteilung. Und hier haben wir die erste Klasse. Da stimmt jetzt wahrscheinlich die Reihenfolge nicht. Das ist aber kein Drama, würde ich sagen. Wir machen den, ja. Machen wir den lang? Nö, den machen wir nicht lang. Aber dann gibt es hier hinten nochmal die erste Klasse, damit es wirklich nicht stimmt. Wenn es sowieso nicht stimmt von der Reihenfolge her, machen wir das auch richtig falsch. Also, Linie zuweisen. Das wäre dann Fake. Railjet, der müsste weiter unten sein, nämlich hier. Und ja, er fährt, das heißt, das müsste funktionieren. Gleich mal hart weg. So, mein guter Zug, du hast uns jetzt aber hier ein paar Nerven gekostet, also mich vor allem primär. Aber das hat sich schon gelohnt. Das ist so ein schöner Zug. Der fährt ja, ich glaube, der fährt ja in Oberbösa rum. Ich glaube, ja, aber so ganz sicher bin ich mir ehrlich gesagt nicht. Cool. Weiterer Zug hier auf dem Gleisfeld. Da oben ist auch schon Bewegung. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir steigen mal ein. So, der schlängelt jetzt hier natürlich auch. Das macht er aber nur aus dem Depot raus. Ansonsten fährt er hier unten lang. Ja, sieht aber auch cool aus, wenn er schlängelt. Also da, das nimmt sich gar nichts im Vergleich zum ICE. So, Winkel wieder ein bisschen ändern. Ist einfach phänomenal. Hier unten keine Frames. Hier ein bisschen den Winkel so. Und schon haben wir wieder Frames. Musst du warten? Oh, oh, okay. Dann müssen wir wahrscheinlich die Signalisierung doch nochmal kurz betrachten. Wartet hier noch einer? Kann eigentlich nur der ICE sein. Das ist aber der falsche. Das müsste der ICE 3 sein. Hier oben. Warte auf freie Wege. Wenn wir hier mal gucken. Du bist eh völlig falsch. Was machst du denn jetzt hier unten? Hier oben ist ein Gleis. Ah, heiliges bisschen. Und der wartet natürlich auch. So, drehen und fahren und dann hoffen, dass wir irgendwie auf dieses Gleis kommen. Ich stell mal... Nee, ich stell nicht schneller. Geht gar nicht. Aber Moment, doch, klar geht's. Ich brauche das Hard wieder. So, ist zwar unschön, wenn die Züge so rasen, ganz klar. Aber ich möchte gucken, ob wir den hier wieder hier rauf kriegen.
Na. Ja, er fährt zumindest. Aber wie kommt er auf die Idee, dieses Gleis hier zu nutzen? Das ist ja schon teilweise. So, mal gucken, wie weit er fährt. Mhm. Da hat er eine Weiche. Jawohl, dann geht er rüber. Gut, wir können wieder Normaltempo machen. Das hart wieder wegnehmen. So. Hier wieder zumachen. Und ich hoffe jetzt aber, du kommst dann natürlich früher oder später hier auf dieses Gleis rauf. Oh, da kommt der Railjet schon. Schade, jetzt haben wir das verpasst. Dann fahren wir nochmal zurück. Doch, da haben wir eine Weiche. Dann fährt er hier lang wahrscheinlich. Ne, hier unten ist er ja. Haben wir hier denn auch noch eine Weiche? Ah, da kann er einfach geradeaus. Und dann ist er auch wieder richtig. Ja, das wird er auch tun. Gut, Kollege Railjet fährt. Wir steigen nochmal mit ein. So, schön, wie die hier alle kreuzen und machen und tun. Wir fahren in Einklang mit dem IC. Sogar ähnlich schnell. Auch nicht schlecht. Das sind aber nicht 120. Das kannst du mir nicht erzählen. Ne, 47. 45. Okay, fast gleich schnell. Ich dachte, dass sie vielleicht wegen den Gleisen das gleiche Tempo haben. Aber ist ja tatsächlich nur ungefähr gleich schnell. So, die erste Einfahrt hier oben. Puh, das war jetzt aber echt Nervenkrieg. Irgendwie in Reinkultur, wenn es einmal nicht so geht, wie man möchte. Eben, hatte ich schon mal, als wir... Müsst ihr mal gucken, wenn ihr die Folge nicht kennt, irgendwie in Staffel 2 war das, glaube ich. Da haben wir alle 48 Städte mit einem Zug verbunden. Und das war ein ähnliches Gebastel, weil da halt dauernd andere Linien reingefunkt haben und so weiter. Das hat mich jetzt schon frappant an jene Folge da erinnert. So, ist ein bisschen blöd, wenn ich immer in der Perspektive bleiben muss. Aber wenn wir die Frames nur so haben, dann muss ich halt so bleiben. So, jetzt werden wir hier nochmal einsteigen. Dann dauert die Folge halt 2-3 Minuten länger. Aber das möchte ich jetzt noch sehen, wie der hier nochmal durchfährt. Das haben wir uns auch verdient. Nach so viel Theorie vorher wollen wir jetzt das Ganze natürlich auch in Praxis sehen. Aber da macht uns jemand einen Strich durch die Rechnung. Wir müssen warten. Warum? Das muss ich dann doch noch wissen. Also, wenn wir hier lang gehen... Da ist eigentlich keiner im Weg. Ich würde sagen, wir machen hier eben doch mal ein Signal. Sonst haben wir hier tatsächlich immer ein Gewarte. So, jetzt können wir nämlich fahren. So, und die andere Richtung, die ist ja sozusagen frei. Oh, wir können immer noch nicht fahren. Dann stimmt aber irgendwo sonst was nicht. Moment, nochmal kurz. Ah, ich dachte, wir hätten es hinter uns, aber nö. Jetzt haben wir hier nochmal ein Problemchen. Wir kommen hier mit den Zügen eigentlich... Ah, da kommt einer daher. Ja, sagen Sie mal. Oh, benutzt der hier? Der fährt eben doch arg. Da habe ich gedacht, das sei der reinstehende Zug, der hier dieses Gleis mitnutzt. Das war aber falsch. Der hier nutzt das auch mit. Dann müssten wir eben doch auf dieses Gleis hier mit dem pinkfarbenen... Ah, mit unserer anderen Linie. Dann kämen wir hier raus und dann haben wir hier keine Weiche. Ja, für den Moment belassen wir es mal. Wenn der andere da weg ist, dann können wir hier fahren. Aber ja, also spätestens, ich glaube, jetzt können wir eh fahren. Jawohl. In der nächsten Folge werden wir hier nochmal eine Weiche machen müssen. Wir müssen hier das anders machen. Sonst muss der natürlich jedes Mal warten. So, dann haben wir nochmal ein bisschen was zu basteln. Das ist ja auch nicht schlecht. So, wenn wir jetzt fahren können, dann fahren wir noch mit. Wenn wir jetzt nochmal anhalten müssen, dann verschieben wir es auf die nächste Folge. Ich muss das noch rendern. Das dauert auch nochmal 2 Stunden. Aber ich möchte jetzt hier mitfahren. Von daher, rendere ich dann halt einfach in der Nacht. So, das ist immer schön. Das macht einen riesen Krach. Aber was soll's. Also wir können fahren. Wenn wir jetzt nicht anhalten müssen, sollte eigentlich klappen. Aber das Tempo ist dann doch eher beschaulich. Können wir hier nicht schneller? Oder ist er noch so in den Kurven drin mit seinem Wagen, dass er vielleicht gebremst wird? Oh, das ist ja auch cool. Hier unten durch. Passt zwar irgendwie nicht, weil er keine Container bekommt. Aber trotzdem cool. Durch den Güterbahnhof durch. So, und jetzt hier über dieses breite, breite Gleisfeld rüber. Ja, cool. Jetzt können wir auch fahren. Jetzt müsste er doch dann eigentlich mal Gas geben. Ja, es hat da hinten immer noch in der Kurve drin.
Nochmal kurz drehen. So, nochmal ein bisschen runter. Ja, eben. So, keine Frames. So, massenhaft Frames. Wegen diesem bisschen an Winkel. Was ich verändere. Sag mal, wie schnell bist du? Alles mit 60? Also irgendwo müsstest du doch dann mal noch Dampf aufnehmen können. Oder Strom. Hat mit Dampf ja relativ wenig zu tun. Der gute Zug. So, hier raus. Mal gucken, wir hören ihn schon. Hier eines von diesen vielen Wegpunktsignalen. Heiliges bisschen, so viele Wegpunkte habe ich echt schon lange nicht mehr gesetzt. Und wenn ich mir das nochmal ansehen würde, wahrscheinlich hätte ich den einen oder anderen gar nicht setzen müssen, sondern ich habe sozusagen den einen wieder mit dem anderen ersetzt. Aber das gibt's halt, wenn man redet. Und es ist dann noch dermaßen heiß hier im Büro. Ja, ja, das ist so eine Sache. Oh, wir warten wieder. Gut. Wir warten. Das heißt, wir verschieben den Rest der Fahrt auf die nächste Folge und gucken dann auch, ob wir hier irgendwas mit Signalen noch regeln können, damit wir nicht warten müssen. Es interessiert mich jetzt zwar doch, ich gucke ganz schnell. Moment, wenn wir hier fahren, da haben wir eigentlich keine Berührungspunkte. Doch, haben wir. Der wechselt natürlich dann hier rüber. Genau, aber eigentlich haben wir doch da vorne ein Signal. Wir haben hier halt keines. Das ändern wir noch schnell. Moment. So, hier unten gibt es noch eins. Und dann kann nämlich der Railjet auch düsen. Oh, jetzt hat es hier wieder... Nicht doch, aber das ist doch nicht wahr. Jetzt hat sie allen Ernstes wieder die Linie rübergezogen auf das Gleis vom Railjet. Die machen mich hier wahnsinnig. Und fahren tut er trotzdem nicht. Nochmal gucken. Die Folge dauert 1000 Jahre wahrscheinlich. Aha, das stimmt soweit. Nach hier vorne. Jetzt habe ich hier eigentlich das Signal gesetzt, damit wir bis hier hinfahren könnten. Ist das falsch rum? Das ist irgendwie falsch rum. Das ist das falsche Signal. So, nochmal wegnehmen. Gibt's ja gar nicht. Nochmal Signal. Ein anderes. So, wo passt er hin? Hier. Jetzt kann der Railjet fahren. Denkst du, jetzt kriegt er auch ein zweites Gleis. Nein, es ist nicht wahr. Nochmal wegnehmen. So, dann passt es wieder. Wenn ich jetzt hier nochmal gucke, ja, passt auch wieder. Gut, dann können wir halt kein Signal setzen. Dann muss der hier warten, bis der ICE... Ach, die kreuzen natürlich hier unten nochmal. Ah, ist eigentlich auch unnötig. Warum kreuzen die denn jetzt hier? Da könnte doch der eigentlich hier und der andere da, weil der wieder zweigleisig fährt. Ja, weil er zweigleisig fahren muss, weil er hier eben schlängelt. Ja, da haben wir das Rätsellösung. Gut, jetzt hatten wir nochmal ein bisschen Kopfzerbrechen zum Schluss der Folge. Ich hoffe, das war es jetzt aber auch. In der nächsten Folge würde ich gerne wieder einfach mit meinen Zügen spielen. Gut, danke für die Geduld, liebe Freunde, wenn ihr immer noch zuguckt. Dafür sehen wir den Railjet hier und ja, den sehen wir in der nächsten Folge auch nochmal. Dann fahren wir den Rest von diesem Stückchen noch mit und... Ja, dann geht's weiter hier mit unserem Ausbesserungswerk. Danke fürs Zugucken, danke für die Geduld nochmal. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt haben wir noch einen Bremser. Jetzt. Bis denn. Tschüss.